Interessante Gäste, tolle Gespräche und vieles mehr gab's beim Ländle-Talk vom Garnmarkt in Götzis. Gastronomen und Unternehmer nahmen auf unserer Couch Platz und stellten sich den Fragen von Ländle-TV-Geschäftsführer Günther Oberscheider. Unter anderem Edith Klinger, Geschäftsführerin vom Ediz. Edith, viele kennen dich. Viele kennen dich durch die sozialen Medien. Ihr seid ja sehr aktiv, auch in den sozialen Medien unterwegs. Das Geschäft Ediz, eine Erfolgsgeschichte in Vorarlberg. Das Ganze hat in Bietzau begonnen. Wie hat das Ganze begonnen? Ja, das Ganze hat in meiner Kindheit begonnen. Ich wollte immer Verkäuferin werden und habe als Kind schon einen Laden auf dem Dachboden von meinen Eltern gehabt und immer Verkäuferlist gespielt und habe dann auch eine Lehre als Einzelhandelskauffrau gemacht und war dann immer im Handel tätig und irgendwann hat es sich halt ergeben und da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Klingt spannend, da sind wir schon beim Thema Lehre, also eine Lehre gemacht, übrigens ich habe auch eine Lehre gemacht, also man kommt mit der Lehre schon sehr weit, wenn man den richtigen Einsatz bringt. Auf jeden Fall, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine Lehre ein gutes Fundament ist, für verschiedene Berufe und wenn man will und wenn man Lust auf etwas hat, ist alles möglich heutzutage, auf jeden Fall. Eine spannende Frage, die sich daraus ergibt, die nicht vorab abgesprochen ist. Was macht für dich eine richtig gute Verkäuferin oder einen guten Verkäufer aus? Also für mich hat es viel mit Persönlichkeit zu tun. Das Wichtigste bei meinen Verkäuferinnen ist, oder mir ist am wichtigsten, dass sie einfach gut drauf sind, dass es freundliche Persönlichkeiten sind. Und ich finde, verkaufen kann jeder lernen, aber das gewisse Etwas zu haben und freundliche Ausstrahlung, das muss man einfach mitbringen. Und dann ist man immer erfolgreich im Verkauf, ganz sicher. Als ich im Vorfeld in meinem Bekanntenkreis die Leute informiert habe, dass die Edith Klinger vom Ediz bei mir zu Gast ist, haben die Frauen schon, oh, super, Ediz, das Geschäft. Was macht euer Geschäft so besonders? Ich glaube, es sind verschiedene Sachen, die uns besonders machen. Das Wichtigste ist sicher die Produktauswahl, das Sortiment und die Art und Weise, wie wir unsere Produkte präsentieren. Und dann halt der Mensch. Also wir haben in allen drei Geschäften super tolle Mitarbeiter und die Mädels sind sehr motiviert und freundlich und ich glaube, das zusammen ist das Erfolgsrezept. Als nächstes erzählt der Mitch Baumann vom Hubers über sein Leben als Gastronom. Was macht aus deiner Sicht das Hubers so erfolgreich? Also wenn man in das Lokal kommt, ich habe auch meine Eindrücke, aber aus deiner Sicht, was ist aus deiner Sicht der Erfolg vom Hubers? Der Erfolg vom Hubers ist ganz klar, ist mein Team. Wir sind mittlerweile 21 Mitarbeiter. Ich bin mit ihnen auf Augenhöhe. Alles, was meine Mitarbeiter praktizieren und machen, mag ich auch. Und nur gemeinsam in der Dynamik funktioniert es so. Das ist natürlich auch der Standort, das muss man ganz klar dazu sagen. Das Konzept, wir bieten ja alles an, vom Frühstück über Mittagsmenü und Kuchen, Kaffee, Cocktails in der Nacht. Da ist ja alles, die komplette Bandbreite dabei. Und so sprechen wir ein breites Publikum an und es funktioniert. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass ein Gastronom alles selber auch kann, also wenn ich dich beobachte, du bist oft in der Küche am Helfen, du bist im Service, du bist hier für nichts zu schade, ich sehe dich auch zusammenräumen. Wie wichtig ist es, dass man das alles selber miterlebt, damit man das dem Personal richtig weitergeben kann? Für mich ist ganz klar das Wichtigste eigentlich die Kontinuität. Nicht über 2-3 Jahre, sondern einfach über einen langen Zeitraum. Ich bin jetzt 31 Jahre in der Gastronomie. Und es hat sich herauskristallisiert, dass das Wichtigste ist. Wir haben mit Natur zu tun, mit Grundprodukten. Der Kaffee ist jeden Tag anders, der Schnitzel ist jeden Tag anders. Das ist ja nichts von der Stange. Dementsprechend ist für mich wichtig, dass ich alles immer so gut es geht im Auge habe und das mit den Mitarbeitern zusammen umsetze. Ich habe es in der Einleitung gesagt, jetzt wurdest du ausgezeichnet zum beliebtesten Gastwirt in Vorarlberg. Eine Aktion, die über die Wirtschaftskammer gelaufen ist. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Man darf es trotzdem nicht überbewerten. Ich bin ja nicht Olympiasieger, sondern bei einer freien Wahl gewählt worden. Es hat sich auch da eine Dynamik entwickelt bei Stammgästen, Freunden, Verwandten. Heutzutage natürlich sehr einfach mit Medien wie Facebook, WhatsApp und so weiter. Ich habe viele tausend Stimmen bekommen und die Reise nach Wien war sehr spannend, hat Spaß gemacht. Vor allem mit den anderen Wertekollegen aus dem ganzen Bundesland einen Abend bei einem
Gala-Projekt auch dabei zu sein. Hat Spaß gemacht, aber der Alltag hat mich wieder, ich bin wieder voll im Flow. Um die Erfolgsgeschichte von MyRobotCenter ging es beim Talk mit Christian Sommer. Was steckt hinter MyRobotCenter und wie ist das Ganze vor 10 Jahren entstanden? Also MyRobotCenter vor 10 Jahren war eigentlich eine Zufallsgeschichte. Also es hat eine deutsche Firma einen Partner in Österreich gesucht über die Plattform von der Wirtschaftskammer. Mein Vater hat das Inseraten gesehen und ja, das war sehr spannend. Also das war eigentlich aber rein auf den Onlinehandel beschränkt. Und ja, ich habe mir das dann angehört. Wir hatten die ganze Infrastruktur. Und dann haben wir einfach gesagt, mein Geschäftspartner und ich, wir probieren das einmal, das ganze Spiel. War eigentlich auch zuerst am Anfang als Nebengeschäft gedacht, nicht als unser Hauptgeschäft. Also ich war hauptsächlich in der Logistik. Der Daniel, der Geschäftspartner, war im Möbelbereich unterwegs, so genau. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Geschäft boomt, also dass da wirklich eine Nachfrage da ist. Waren dann auch innerhalb von 2 Monaten größer wie unsere deutschen Partner, von dem her gesehen. Dann hat auch alles ein bisschen länger gedauert, wenn wir was brauchten, zum Beispiel im Online-Shop und solche Geschichten. Und dann war einfach, und wir gesagt haben, okay, haben wir die Entscheidung gefällt, dass wir es komplett eigenständig machen. Dann sind wir nur auf Österreich beschränkt und das war eben im Oktober 2008. Und dann ist die Marke MyRobotCenter schlussendlich entstanden. Das MyRobotCenter wurde eigentlich groß, wenn ich das aus der Ferne so betrachtet sehe, durch die Staubsauger, durch die Roboterstaubsauger. Das war damals in Vorarlberg vor 10 Jahren, da gibt es einen Roboter, der übernimmt mir die Arbeit. Ich glaube, das war auch der Einstieg für eure Firma. So ist es. Also vor 10 Jahren hat es halt eigentlich hauptsächlich nur Staubsaugerroboter und Mähroboter hat es auch schon gegeben. Das Thema war eigentlich, mir hat die Technologie fasziniert. Roboter war ganz in den Kinderschuhen. Man hat eigentlich immer gesagt, okay, da wo die Computer vor 30 Jahren waren, sind wir jetzt eigentlich mit den Robotern. Und das merkt man auch. Also es steckt noch viel in den Kinderschuhen. Also es ist eine Riesenentwicklung da. Also wir wissen zum Beispiel, dass eben ein Küchenroboter gerade produziert wird oder Prototypen, so muss man eigentlich sagen. Den Bügelroboter, den Wäschefaltroboter, das heißt, die Kleidung wird gefalten, wird getrocknet, wird gebügelt, das wäre eigentlich so das Endresultat. Die Mähroboter zum Beispiel werden immer schlauer, es wird alles vernetzt, die ganzen Staubsaugerroboter. Früher, man hat immer gemeint, der Eiroboter, der fährt so im Chaos-Prinzip durch die Gegend, von dem her gesehen, das hat man immer gehört, der hat doch gar keine Logik, da war schon eine gewisse Logik dahinter, nur das dem Kunden zu erklären, das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mittlerweile sind eben Kameras oder mit Laser-Navigationen drinnen. Dann mittlerweile halt überall Apps, wo er einstellen kann. Machen wir zum Beispiel zuerst das Badezimmer, dann machen wir das Wohnzimmer. Von dem her gesehen, also die Technik schreitet da rasant. Südländisch wurde es dann noch mit Sina Tamburino vom gleichnamigen Lokal am Garmarkt. Giuseppe ist ja Süditaliener, wie ich weiß, und ein richtiger Italiener, was natürlich auch im ganzen Lokal zu spüren ist bei euch. Was zeichnet aus deiner Sicht, er kocht ja auch, was zeichnet für dich die italienische Küche aus oder was zeichnet euch aus? Was uns auszeichnet, unser Wunsch war immer gewesen, durch das, dass mein Mann in Deutschland wahnsinnig viele Jahre, also vom 14. Lebensjahr, dort gelebt hat und hat in renommierten Hotelbetrieben Ausbildung gemacht und alles. Und den hat sie etabliert auf seine mediterrane italienische Küche. Er hat dann diese Chance bekommen, dass er in Liechtenstein in so einem Betrieb arbeiten hat dürfen, wo er sich entfalten hat können, wo er das ganze mediterrane Art ist, was man damals hier nicht gekannt hat. Vor 20, 15 Jahren, Pizzeria oder italienisches Restaurant war ganz ein anderer Begriff. Ich gehe zum Italiener eine Pizza essen oder eine Teller Nudeln. Und es ist viel mehr aber. Da sind Fischgeschichten, da ist Fleischgeschichte. Was zum Beispiel, wenn einer jetzt sagt, ja, zum Italiener gehe ich nicht Fleisch essen. Natürlich kann man das auf mediterrane Art. Und das ist seine Spezialität. Also Fisch, vor allem Fischgeschichten, hausgemachte Teigwaren,
wo man selber produziert, außer die Spaghetti, die produzieren wir nicht hin und wieder mal, wenn Zeit da ist. Das gibt auch als Chef empfiehlt. Und ja, das sind unsere Schwerpunkte. 10 Jahre Tamburina in Götzis, rückwirkend und rückblickend gesehen. Hast du Hand aufs Herz gedacht ab und zu, ach, warum haben wir das gemacht? Ja, hat sicherlich diese Tage auch gegeben. Vor allem am Anfang, wo wir am Anfangsstadium waren. Es war ein richtiger Kampf. Also 3 Jahre. Nach 3 Jahren haben wir gedacht, na, am liebsten jetzt alles hinschmeißen und das bringt irgendwie nicht oder dein Konzept geht nicht auf. Und dann hat man immer im Hinterkopf gehabt, nein, der Garmarkt muss ja noch wachsen, es ist noch nicht alles da. Das ganze Projekt, ich müsste zuerst das ganze Projekt abwarten. Und da war dieser Kampf, wo man dann gesagt hat, ja, wir kämpfen und es hat sich gelohnt.